Hallo zusammen, ich habe hier eine Kompressorkühlbox außen aus Edelstahl. Hier ist jetzt noch eine Schutzfolie drauf. Und diese Box hat 81 Liter Volumen. Und die hat hier eine Breite, so gemessen, von 84 cm. Sie hat eine Tiefe von 49,5 und eine Höhe von 51,5 cm. Was wir in der Tiefe bedenken müssen, der Deckel geht hier so auf, dass wir hier etwa 5 cm mehr Platz brauchen. Wir sind dann hier auf einer Tiefe von 56, aber wir brauchen auch diesen Platz hier wegen der Kühlmaschine. Hier saugt die Kühlbox die Luft an und bläst sie dann auf der Seite und der vorderen Seite wieder raus. Wenn ich hier zumache, dann wird die Kühlbox ersticken und nicht mehr kühlen. Es passiert ja nichts, sie braucht einfach Strom und kühlt zu wenig. Und wenn ich den Abstand hier so einhalte, es reichen etwa 2-3 cm, dann funktioniert die Box einwandfrei. Von den Körben her, ich habe hier einen kleinen Korb und hier einen großen Korb, weil hier drunter sitzt die Kühlmaschine. Wir haben Sekop-Dampfos-Kompressoren drin, das sind also ehemals Dampfos-Kompressoren. Dampfos baut seit 1967 12-Volt-Kompressoren. Gab eine Modelländerung, Kältemitteländerungen und so weiter. Und dieser Kompressor, der drin sitzt, ist noch der BD50F bei dieser Kühlbox. Ein bisschen stärkeres Modell, wir brauchen das von der Größe her. Und dieser Kompressor, der hier drin ist, kam dann 1997 auf den Markt, 98, und wird so unverändert gebaut. Damals, 2010, wurde dann der Bereich Kompressoren von Dampfos verkauft an die Investorengruppe. Die haben daraus Sekop gemacht. Und die erste Schandtat, die sie gemacht haben, die Produktion in Flensburg, das ist so in Norddeutschland, wo die Leute noch Punkte sammeln, wurde eingestellt, ganze Produktionsanlage abgebaut, in China wieder aufgespannt. Aber 1960, 70 hat man da oben dieses Produktionswerk mit deutschen Subventionen erstellt, wie auch das Amt, das die Punkte sammelt, und ein Telefonwerk von Motorola, Telefon, Funkgeräte und so weiter. Ist heute nur noch die Punktesammelveranstaltung. Wir haben hier eine Energieklasse A. Das ist die neue Energieklasse A bis G. Früher war sie A 3x++. Jetzt haben wir eine neue Kategorisierung, weil sie haben gesagt, A++++++++, das sagt keinem mehr was. Wir machen nur noch A bis G und das Beste, was es gibt, ist das A. Nur diese Box hat kein Energielabel, die wäre etwa B, weil sie braucht sehr wenig Strom. Aber wir haben uns entschlossen, die nur noch als 12-Volt-Box zu verkaufen mit einem Netzgerät. Durch das brauchen wir kein Energielabel mehr. Also das heißt, statt 220 Volt innen drin haben wir dieses Netzgerät dazu. Ja, funktioniert genau gleich, ihr kennt es vom Laptop, externes Netzgerät in der Zuleitung, funktioniert. Nur diese Box hier, die hat hier zwei Anschlüsse. Das eine ist der 12 Volt Anschluss mit einem Zigarettenanzünder.
den am besten wegschneiden und das Kabel direkt anmachen. Und dieses Netzgerät hat den gleichen Stecker wie das 12 Volt. Funktioniert so an sich. Und diese Box hier, die hat noch ein 230 Volt Kabel. Kennt ihr von Fernseher, sonstige Geräte. Hier ein Schweizer Stecker. In Deutschland liefern wir natürlich den deutschen Stecker. Und hier so ein Kalkgerätestecker. Und den kann ich hier unten einstecken. Und dann läuft die Box, die hier noch, auf 230 Volt. Diese Box hier, die findet ihr im Katalog, Seite 13. Das verlinke ich euch natürlich unten drin. Und hier steht 1224 Volt. Diese Box hat noch 230 Volt zusätzlich. Also braucht dafür kein Netzgerät, aber diese Box ist Auslauf. Wir haben noch Geräte am Lager. Aber in Zukunft, ich denke Mitte Jahr, laufen diese Boxen aus und dann haben wir die nur noch mit 1224 Volt. Bleibt die gleiche Box und so weiter. Aber hier jetzt noch, wenn ihr euch interessiert für das, zum gleichen Preis mit dem 230 Volt so lange Vorrat. Ich habe vorher gesagt, diese Box hat ein bisschen stärkeren Kompressor als die meisten Kühlboxen von der Größe her. Und die Leistung vom Kompressor, die hat keinen Einfluss auf den Stromverbrauch oder wenig Einfluss auf den Stromverbrauch. Es gibt Mitbewerber, die haben einen schwächeren Kompressor drin und sagen dann statt hier 80 Watt Anschlusswert, haben wir nur 32 Watt Anschlusswert. Ja, dann braucht die Box nicht weniger Strom, sie läuft dann wesentlich länger und durch das braucht sie mehr Strom. Also hier der Maximalanschlusswert hat nichts mit dem Stromverbrauch zu tun. Den Stromverbrauch hier, der hier angegeben ist, bei 5 Grad innen, 25 Grad außen mit 9,2 Watt oder 221 Wattstunden pro Tag oder 24 Stunden. Das ist das, was er braucht bei 5 Grad innen, 25 Grad außen, ohne Deckelöffnung, ohne irgendwas dazu. Rechnet 5 Grad weniger bei 20 Grad. Und dann haben wir den Energieverbrauch bei 32 Grad außen. Da braucht die Box 350 Wattstunden pro 24 Stunden oder Tag. Bei 2 Tagen wären es dann 700 Wattstunden und in 4 Tagen 1400 Wattstunden. Wenn ich heute eine Lithiumbatterie nehme in 100 Amperestunden, hat diese 1280 Wattstunden, das ist ein bisschen viel, aber diese Box, einfach gesagt, hält 3 Tage mit einer 100 Ampere Lithium Batterie. Das ist relativ wenig Stromverbrauch. Warum ist der Stromverbrauch bei der Box so tief? Weil sie eine dicke Isolation hat. Das ganze Geheimnis. Wir haben hier eine Isolationsstärke, das Material der Isolation, nicht noch das Chromstahlgehäuse und das Aluminiumgehäuse und den Wärmetauscher eben schon abgezählt. 50 mm Isolation, ihr findet kaum eine Box hier auf dem Markt, die so eine starke Isolation hat. Zweitens haben wir eine vernünftige Deckeldichtung, die schließt auch vernünftig, durch das haben wir auch sehr geringen Stromverbrauch und durch das war diese Box früher A++++ und heute hat sie kein Energielabel mehr. Wir haben hier Klappgriffe, die sind ein bisschen altertümlich, das hat man früher schon gehabt, 18. Jahrhundert oder noch früher, aber robust, einfach, auch aus Chromstahl, außer der Griff, der ist aus Kunststoff.
Die ganze Box hat ein Gewicht von 26 Kilo. Das heißt, allein tragbar, ja, zu zweit, je links, rechts der Griff. Aber solch eine Box trägt man ja auch nicht regelmäßig rum und vor allem auch nicht mit Inhalt. Die Griffe, die Füße unten, die Scharniere haben wir als Ersatzteile bei uns am Lager. Wir haben auch den Kompressor, Steuerung und so weiter am Lager. Wenn was ist in Zukunft, können wir da reparieren. Ihr könnt meine anderen Videos anschauen, da zeige ich euch immer wieder verschiedene Reparaturen. Solch eine Box eignet sich auch nicht nur im Wohnmobil oder im Boot, sondern auch im Schrebergarten. Da kann ich dann mit einer 100 Stundenampere Batterie und einem Solarpanel von ca. 100 Watt, das ist etwa das hier, kann ich diese Box in den Sommermonaten, also April bis September, Oktober, durchbetreiben. Aber das reicht dann nur für die Kühlbox in der Größe. Also wenn ihr mehr braucht, müsstet ihr eine größere Solaranlage haben, weil da kommt noch Kaffeemaschine, Wechselrichter und so weiter dazu. Aber rein für die Kühlbox reicht so ein 100 Watt Panel. Da haben wir am Lager, ist aber nicht in diesem Katalog verzeichnet, den ich euch hier vorstelle. Morgen bringe ich euch ein Video über die gleich große Box, aber mit zwei Deckeln, zwei Temperaturen. Hier unten verlinke ich euch die Playliste über diesen Katalog, wo ich jetzt Seite um Seite durchgehe und euch ein bisschen mehr erzähle, wie das hier im Katalog drin steht. Die technischen Daten, die könnt ihr lesen, könnt ihr im Katalog downloaden. Und hier könnt ihr mir mit einem Abo dalassen, dann kommen die nächsten Seiten. Der Katalog hat noch ein paar. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.